Hallo, liebe Freunde der Rathauskantine. Ist jetzt schon wieder ein paar Tage her, aber wir haben immer noch Corona. Ich hatte euch ja versprochen, ich würde die Zeit nutzen, euch mal ein paar Fragen zu beantworten, die ihr uns immer wieder nach so einem Abend in der Rathauskantine stellt. Und die heutige Frage wäre dann, was habt ihr euch denn dabei gedacht? Die Frage ist natürlich schwer zu beantworten, weil es an einem solchen Rathauskantinenabend natürlich verschiedenste Vorgänge mit den verschiedensten Motivationen gibt. Am häufigsten treffen sicherlich folgende Antworten zu. Erstens, wir fanden es wichtig. Zweitens, wir fanden es lustig. Und drittens, es gab keinen besonderen Grund, das haben wir so intuitiv gemacht oder sogar improvisiert. Kommt auch vor. Je nachdem. Ansonsten kann das mit dem Denken auch schnell eine gefährliche Sache werden, vor allem, wenn es unsachgemäß vonstatten geht. Deswegen sollte man beim Denken einige einfache Regeln beherzigen. Die erste, sozusagen die goldene Regel des Denkens, besagt, glaube nicht alles, was du denkst. Weil sonst bist du ganz schnell Donald Trump oder Xavier Naidoo. Die Alternative dazu kann aber auch nicht das Nichtdenken sein. Dass Nichtdenken jetzt auf Dauer auch keine Lösung ist, beweist die große Zahl derjenigen, die den intellektuellen Fehlzündungen solcher Denkriesen wie Donald Trump oder Xavier Naidoo folgen. Gut. Nicht jeder erkennt, dass Denken auch Folgen haben kann. Hier zum Beispiel Christian Lindner und sein Verein der Freunde und Förderer von Heuschrecken fordert die FDP eine Diskussion über den Ausstieg aus den Corona-Maßnahmen. Nicht jetzt sofort aussteigen, aber man soll schon mal drüber reden. Und ehrlich gesagt, ja, Stimmen stehen da so ja zu. Und jetzt holt der Lindy den Slogan raus, Mundschutz ja, Maulkorb nein. Klingt doch verdächtig nach, das wird man doch nochmal sagen dürfen, ja. Bloß weil manche Leute diese Diskussion jetzt nicht führen wollen. Es hat kein Mensch gefordert, das zu verbieten. Entschuldigung, aber das ist AfD-Style. Oder wurde jetzt auch der FDP-Bundeschef von Gefühlen übermannt? Vielleicht war das aber auch der Hinweis auf einen weiteren Denkfehler, das gedankenlose Denken. Garantiert kein Fehler war dieser neuerliche Einblick in die Geheimnisse unserer Arbeit, denke ich. Bleibt gesund, ihr hört wieder von uns. Von uns aus der Rathauskantine.